Anfang des Jahres standen westlich von Fürstenfeldbruck noch 2 Hektar Wald mehr. Jetzt klafft da eine riesige Kiesgrube. 2 Hektar vom Rutschweiger Forst hat das angrenzende Kieswerk umlegen lassen, um Kies abzubauen. Der Anblick erinnert ein wenig an eine Mondlandschaft, stellen viele Anwohner entsetzt fest. Der Rutschweiger Forst ist bei den Fürstenfeldbruckern ein beliebtes Naherholungsgebiet. Und, so Naturschützer, der gefällte Wald sei ein herber ökologischer Verlust. Wichtig ist die CO2-Speicherung des Waldes heutzutage und zwar auch des Bodens. Das wird oft vernachlässigt. Das ist ein Boden, der seit Jahrtausenden gewachsen ist, seit der Eiszeit hier. Und das wird alles auf einmal niedergemacht. Die Rodung an dieser Stelle war legal. Trotzdem entbrennt überall in Bayern rund um solche Erweiterungen von Kiesgruben immer wieder Bürgerprotest. Fraglich dabei, ist es noch zeitgemäß, alten Wald und Boden für die Kiesgewinnung zu opfern? Nein, sagen Bündnis 90 Grüne im Bayerischen Landtag und haben ein Kiesgutachten in Auftrag gegeben. Das hat untersucht, ob es eine bayernweit gesteuerte Gewinnung der Rohstoffe Sand und Kies gibt. Gibt es nicht, sagt das Gutachten. Viele Regionen und Landkreise ermitteln den Bedarf nach eigenem Ermessen. Und das führe zu einem Wildwuchs bei Kiesgruben, beklagen Bündnis 90 Grüne. Man drückt sich auf Landesebene davor, landesweit zu sagen, das brauchen wir wirklich an Rohstoffen. Und das bedeutet es für die Regionen. Dann erfindet jeder das Rad neu. Das Gutachten sagt ganz klar, es braucht eine landesweite Bedarfsermittlung, sauber ermittelt, nach wissenschaftlichen Kriterien. Und daraus leiten sich dann die regionalen Bedarfe halt auch ab. Und das passiert nicht. Das ist für mich eine Arbeitsverweigerung von der Staatsregierung. Zuständig ist das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft. Und dort widerspricht man dem Gutachten erwartungsgemäß. Für ein Interview steht der Minister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern nicht zur Verfügung. Aber er antwortet schriftlich. Der Kiesabbau wird von der Landes- und Regionalplanung durch die Festlegung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zur Gewinnung von Steinen und Erden gesteuert. In allen 18 bayerischen Regionalplänen sind für den regionalen und überregionalen Bedarf an Kies und Sand knapp 28.000 Hektar entsprechende Vorrangs- und Vorbehaltsgebiete festgelegt. Bündnis 90 Grüne fordern, diese Gebiete weiter einzuschränken. Kiesabbau soll nur in Vorranggebieten mit Ausschlusswirkung erlaubt sein. Also nur im Vorranggebiet, aber nicht mehr außerhalb. Das habe auch Vorteile für die Regionen. Der Mehrwert von der Regionalplanung, Landesplanung ist für mich, dass wir eben Konflikte, die zwangsweise da sind, wenn es um Fläche geht, dass wir die vorher auflösen. Dafür gibt es ja Vorranggebiete. In Bayern gibt es halt keine Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung. Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung haben andere Bundesländer wie Baden-Württemberg bereits eingerichtet. Der bayerische Wirtschaftsminister sagt dazu, er sehe momentan keine Notwendigkeit, die bestehenden Regelungen in Bayern zu ändern. Und das heißt, dass das Konfliktpotenzial groß bleibt. Besonders dann, wenn Waldflächen der Baustoffgewinnung zum Opfer fallen. Beim Rotschweiger Forst bei Fürstenfeldbruck stehen noch rund 10 weitere Hektar Wald auf der Kippe. Ein alter Wald, dessen Bäume und Boden viel CO2 speichern können.